Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Knights and Dragons German. Wir befinden uns in der Vorweihnachtszeit und ja, wir haben hier mal wieder eine Kiste, die verschiedene Sachen verspricht. Wir haben hier mal wieder eine Epic Armor, Select Winner, bla bla bla. Keine Ahnung. Also da ging es irgendwie darum, dass man ja irgendwie die eine Armor praktisch kreieren konnte und wer da auch immer gewonnen hat, es läuft immer noch das Event mit den Schlüsseln und den Bossen und dem was auch immer. Wobei ich mich auf die Schlüssel besonders freue, weil ich halt hoffe, dass ich da auch ein schönes Amulett bekomme. Hier sind wir ja mittlerweile ziemlich durch. Das hier ist morgen vorbei. Oder heute. Emperor Tux ist jetzt da und das kennen wir auch schon. Hier wollte ich nochmal reingehen, aber da steht ja jetzt nicht mehr viel. Das endet in 5 Stunden und 2. Bedeutet, dass wir praktisch Nachmittag, Mittwoch haben und der Emperor Tux möchte getötet werden. Der Truthahn, würde ich mal sagen. Wobei ich natürlich sagen würde, Truthahn ist doch eigentlich für was anderes. Ich bin gerade ein bisschen. Sieht auch eher aus wie ein Pinguin, oder? Jetzt bin ich verwirrt, was sind Pinguinen? Wahrscheinlich wegen Eis und so. Ja, kriegt man halt hier die schöne Rüstung. Von den Rüstungswerten her brauche ich nichts zu sagen. Das ist wieder mal besser ist als die davor und dass es sich immer mehr oder immer weiter von den ersten Epics und immer mehr den mittelmäßigen Epics nähert und so weiter und so fort. Und wir kämpfen einfach mal dagegen. Das machen wir weg, das machen wir weg. Wir bräuchten hier am besten Erde und Feuer, würden uns damit aber auch selbst mit einem Element sozusagen angreifbar machen. Deswegen würde ich hier eigentlich am liebsten erstmal nur Feuer nehmen. Und da müssen wir jetzt gerade mal dann gucken, dass wir hier vielleicht noch irgendwas Tolles haben. 84 und 17 oder feuertechnisch 146. Das gefällt mir schon besser. Oder wir nehmen das hier, weil das hat schön Verteidigung und Angriff und ist bei 147 in der Quersumme. Sonst sind wir hier ja relativ schlecht aufgestellt. Dann nehmen wir das. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass ich jetzt die ersten Male mit nur einem Ritter das schaffen sollte. Ja, ansonsten, was habe ich noch geplant? Auch wenn es jetzt schon fast wieder Weihnachten ist. Ich will natürlich eine Weihnachts-Special-Folge machen und euch einfach wieder mal eine kleine Geschichte erzählen. Sozusagen die Weihnachtsgeschichte. Da habe ich so ein bisschen was in Planung. Muss ich jetzt gucken, wie ich das hinkriege. Ansonsten, ja, würde ich sagen, bin ich mal gespannt wegen dem Event und überhaupt. Und was es danach noch für Events gibt, ja, vor allen Dingen halt auch wegen den Epic, wegen der Epic Plus, die wir jetzt praktisch alle mehr oder weniger erarbeiten konnten. Ich behaupte mal, mit einigermaßen guten Rüstungen müsste es möglich gewesen sein, den Leuten, die schon auf Level 100 sind, die Rüstung zu erwirtschaften. Wie ihr seht, bin ich jetzt hier eher wieder am Leveln und Machen und Tun. Folgende Erklärung: Ich bekomme hier 6-mal diese Bone Pill und kann mit 50 davon Legendary machen. Und bekomme beim Endboss, wenn ich es schaffe, da auch wieder einen Powerschlag zu machen, 10 Inkredenzien für eine 2-Sterne-Rüstung, so dass ich nach 5 Mal, wo ich das hier gemacht habe, halt auch nochmal eine 2-Sterne-Rüstung craften kann. Ich habe andersrum es auch schon in anderen Leveln geguckt, aber da war das Problem, dass die 2-Sterne-Rüstung, dass die praktisch nur mit einfach gedroppt ist. Oder in 5, glaube ich, und dann hätte ich 10-mal praktisch ein Monster mit besiegen müssen. Ja gut, das war jetzt ein bisschen. Da muss man eine andere Rüstung nach vorne nehmen, wenn man das das erste Mal macht. Jetzt beim nächsten Mal, wenn ich es durchfighte, werde ich das Problem nicht mehr haben. Hä? Warum hat sich der nicht aktiviert? Sehr merkwürdig. Wir haben das doch jetzt von Level 1 durchgekämpft, oder? Wenn ich jetzt. Ich bin verwirrt. Aber gut. Das bin ich ja sehr häufig im Leben. So. Und nochmal. Ich gehe davon aus, dass die Rüstung ja nicht so stark ist, dass ich da dann durchkommen werde. Also beim Endboss-Dingens-Bummens.
Ja, das sind so die Planungen, was ich halt noch so hab. Die erste Folge von Star Wars: The Old Republic ist jetzt auch bei mir online, nicht nur bei Mera Ista. Da habe ich auch mal was ausprobiert mit so einem Link, wo man praktisch auf Mera Istas Seite kommt, wo er von uns die ganzen Let's Plays schon mal gepostet hat. Bei mir werde ich das ein bisschen langsamer online bringen, weil ich euch nicht überfluten will. Wer natürlich sehen will, wie es weitergeht und ein bisschen sozusagen vorcheaten will, kann das bei ihm machen. Ich will das halt nach und nach online bringen, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn ich zu viel auf einmal mache, freuen sich zwar manche und gucken alles, aber ganz oft gehen dann anscheinend auch Folgen verloren. Das hatte ich bei hier Knights and Dragons auch schon, dass wenn ich irgendwie die Folgen wirklich ta um Tage versetzt ausgestrahlt habe, dass dann wesentlich mehr Leute sich das angeguckt haben, als wenn ich drei Stück auf einmal online bringe. Manchmal mache ich es trotzdem ohne Einfachheit halber, aber jetzt gerade bei einem neuen Let's Play, wo ich eigentlich auch möchte, dass alle wirklich die Folgen halt auch verstehen, was da drin vorkommt, werde ich das halt langsam und nach machen. Aber wer natürlich vorcheaten will, kann das dann über diesen Link auf der Seite von Mera Ista machen. Also vorcheaten, sich einfach die Sachen angucken möchte. So, dann muss ich euch mal ganz kurz zur Seite legen, deswegen hört ihr mich kurz mal nicht reden. Aber ich möchte nicht meine Nasenentleerung in eure Richtung machen. Muss mir unbedingt mal angewöhnen, so eine Mute-Taste, also auf jeden Fall so eine Stumm-Taste einzustellen, damit ich dann sowas vielleicht auch machen kann. Wobei das natürlich trotzdem schwierig ist, weil ich bin ein Zweihand-Nasenputzer, was wiederum bedeutet, dass ich in der Zeit natürlich auch keine Taste drücken kann. Und aber zumindest wenn ich dann niese oder husten muss oder sowas, könnte ich euch da vielleicht noch manchmal vor retten. Weil wenn ich sowieso die Zeit habe und merke, dass was kommt, dann lege ich euch ja auch zur Seite oder klappe euch weg oder halte euch zu oder wie auch immer, damit ich euch da nicht zu sehr mit meinen Keimen auf der digitalen Welt belästigen muss. So, mal gucken, das müsste doch jetzt klappen. So, jetzt hauen wir da mal ein paar Mal dagegen. Einmal, zweimal. Ja doch, hat geklappt. Und ich muss leider zu meiner Schande gestehen, für mich ist die immer noch relativ gut, die Druidik, aber eigentlich von der Quersumme her gehört sie leider auch schon wieder zum alten Eisen. Die ist auch nicht mehr sehr viel besser als die jetzigen Epic Boss Armors, die 4-Sterne-Rüstung. So. Das hier vielleicht mal. Und das hier. Ich weiß, ich könnte das alles viel besser noch mit Ringen ausstatten. Aber es reicht eigentlich für meine Bedürfnisse. Und ich werde jetzt auch jetzt nicht alle, ich denke mal, dass ich auch wieder bis 12 oder 13 kommen werde mit der Energie, die man unterwegs noch sammelt. Werde ich jetzt nicht alle mit euch durchfighten. Ja. Das nur so weit. Ach ja, ich muss euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe letztens mit einem Bekannten gesprochen und der hat tatsächlich Karten, Trading Cards weggeworfen. Dazu eine Bitte. Hört sich jetzt auch ein bisschen nach Betteln an, aber bevor ihr sowas wegwerft, guckt doch, ob es irgendjemanden gibt, der es haben möchte, weil, oh, das tat mir in der Seele weh. In dem Fall waren es Pokémon-Karten. Und ich habe letztens noch im Internet angefangen und wollte auf Pokémon-Karten steigern bei eBay, weil ich einfach gesagt habe, hey, meine Tochter lernt jetzt lesen und vielleicht will die dann irgendwann mal mit mir Pokémon spielen. Ja, und fand ich halt einfach von der Idee her ziemlich, ziemlich krass, ja, dass das jemand macht. Da käme ich nicht mal auf die Idee, ich weiß es nicht, aber ich weiß, wir leben in einer Wegwerfgesellschaft, aber Trading Cards wegzuwerfen, das ist schon ziemlich hart. Aber gut, das nur so weit. Also schreibt mir dann bitte eine SMS oder schreibt mich an auf Line oder so, wenn ihr sowas vorhabt. Und da kann man gerne was machen, dass ich euch auch ein paar Euro dafür gebe, bevor ihr sowas wegschmeißt. Ja, also gerade Magic, wie heißen sie? Ach, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen. Von den
die digitieren, nee, digitieren war es nicht, die sich weiterentwickeln, Pokémon, genau. Ja, also das, sowas schmeißt man nicht weg. Das ist ja wie wenn man irgendwie das Bild von der Freundin wegschmeißt, ja, nur weil man sie gerade mal 2 Tage lang nicht gesehen hat oder so, oder von der Frau von den Kindern, oder ich weiß es nicht. Also, ich fand das voll schlimm. Ich habe mich da echt leicht drüber geärgert. Ja. Nee, deswegen, also wie gesagt, einfach mal eine Mail an mich oder frag doch einfach im Bekanntenkreis rum. Es gibt auch heutzutage noch Leute, die Magic, die Pokémon, die Yu-Gi-Oh!, wobei ich das jetzt selber nicht spiele, spielen, ja. Also guckt da halt, dass ihr da vielleicht irgendjemanden glücklich macht. Wenn ihr sie schon wirklich für umsonst praktisch in den Mülleimer werfen wollt, ja. Und meistens, selbst wenn ihr sagt für umsonst, gibt's dann trotzdem irgendwie, weiß nicht, Schokolade oder irgendein anderes Dankeschön oder wenigstens leuchtende Augen von Kindern oder sowas dafür. Macht sowas nicht und schmeißt so Sachen einfach weg. Es tut mir in der Seele echt weh. Ja, es gibt Dinge, die sind kaputt. Es gibt Dinge, die kann man nicht weiterverwenden. Es gibt Dinge, die sollte man nicht von anderen Leuten verwenden. Erstes Beispiel wäre mir jetzt Unterwäsche eingefallen, aber auf die Idee würde, glaube ich, auch keiner kommen. Aber sowas finde ich halt echt schade, ja. Also, ich komme immer noch nicht darüber hinweg, wie ihr wahrscheinlich jetzt merkt. Ich weiß, dass er auch manchmal meine Let's Plays schaut und ich hoffe, du weißt, dass du jetzt gemeint bist. Und ja, sowas macht man nicht. Das geht nicht. Gut, okay, ich denke, das wird jetzt das letzte Mal sein, wo ich gegen den Boss kämpfe und ich hoffe dann, dass die Folge euch gefallen hat. Ich werde dann mal gucken, dass ich demnächst auch noch die Weihnachtsfolge fertig mache, die ich ihr vorhin schon angesprochen habe, dass ich die plane. Und bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Also, ja, so das Weihnachtsspecial dann. Gut, gerade noch den Drachen jetzt. Den schaffen wir noch. Ja, vor allen Dingen, wenn wir neben dran hauen. So, ich glaube, da kommen wir jetzt noch einmal und jetzt drufte mit. Sehr schön. Gut, ja, also. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Nochmal zusammengefasst, der Epic Boss ist jetzt kein besonders schwerer, ist ganz normal. Was auffällig ist, dass mit den Elementen man halt wirklich, wenn man 2 passende Elemente hat, aber auch immer selber den 1,5-fachen Schaden bekommt. Deswegen rechnet damit, dass ihr da ein bisschen mehr Zeit verbrauchen werdet, beziehungsweise mehr Energie, beziehungsweise. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, bis dann, euer Eid.